Passend zur kühleren Jahreszeit haben wir uns gedacht, wir zeigen euch wieder mal einen Überblick an Neopren-Sorten und Wetsuits, die wir im Shop haben, was es für verschiedene Anzüge gibt, was für Modelle. Und da möchte ich auch ein bisschen ausholen zu dem Thema und vielleicht mit den Materialien beginnen. Grundsätzlich bestehen die Wetsuits aus Neopren. Das ist Gummi, der früher aus erdölbasierten Materialien hergestellt worden ist. Mittlerweile haben die Hersteller alle versucht, Alternativen zu finden, wie Limestone, Neopren oder auch aus recycelten Muscheln, bei Patagonia Julex. Und dieses Neoprenmaterial ist die Gummischicht, die man hier sieht, innen drinnen. Da ist auch Luft eingespritzt, weil Luft ist, wie wir wissen, das, was isoliert. Braucht man nur an den Wollbulli von der Oma denken, der grob gestrickt ist und im Winter wirklich warm hält. Dieses Prinzip wird auch bei Neopren angewandt. Und dazu kann man sagen, wir beschäftigen uns ja wirklich schon lange mit Neopren. Also den Shop gibt es seit über 30 Jahren. Wir testen selber die Anzüge, wir wollen selber nicht frieren, wir wollen selber maximale Bewegungsfreiheit. Und deswegen haben wir da echt einen relativ hohen Wissensstand und können auch gut beraten. Zum einen auch vom Einkauf her, was wir im Shop haben, zum anderen auch im Verkauf, damit ihr den richtigen Anzug findet bei uns. Ja, zu den Materialien habe ich schon was gesagt. Dieses Neopren-Gummimaterial wird dann beschichtet mit einem sogenannten Jersey-Material, sowohl außen als auch innen. Vom Jersey-Material her gibt es dann verschiedene Varianten, zum Beispiel hier bei O'Neill das Technobutter 3X, was extrem flexibel ist, wenig Wasser aufnimmt für einen geringen Windchill-Effekt. Sonderform ist dann ein Glatthaut-Neopren, wie es mittlerweile nur mehr teilweise eingesetzt wird, was einen zusätzlichen Windchill reduziert, aber eben nicht so flexibel ist und auch bei Weitem nicht so robust. Weil das doppelt kaschierte Material ist halt auch super robust. Gibt es die Anzüge alle in verschiedenen Dicken, das kennen wir, 5, 4, 4, 3, 3, 2 und so weiter und so fort. Die Aufteilung ist meistens so, dass der Anzug am Körper, am Torso die dickere Stärke hat und in den Extremitäten, da wo ich Bewegungsfreiheit brauche, ist er dann dünner. Macht auch Sinn. Weil die Arme bewege ich viel, die Beine bewege ich viel, am Körper möchte ich es wirklich warm haben, weil den Torso bewege ich nicht so viel. Dann komme ich zu dem Thema Nähte. Es gibt verschiedene Arten, wie Anzüge vernäht sind. Hier habe ich zum Beispiel bei einem Sommeranzug eine sogenannte Flatlock-Naht. Da sieht man innen auch die Naht und außen. Das heißt, die Naht geht durchs Material durch. Der Vorteil von diesen Flatlock-Nähten ist, dass es extrem flexibel und robust ist. Der Nachteil ist, dass Wasser reinkommt bei der Naht und es nicht so warm ist. Sommer ist jetzt nicht so unser Thema momentan. Die Alternative sind sogenannte GBS-Nähte. GBS steht für Glued Blind Stitched. Das Material wird am Stoß stirnseitig zusammengeklebt und dann so vernäht, dass die Nadel nicht durchs Material durchgeht. Das heißt, ich habe eine dichte Naht, wo kein Wasser eintreten kann und sie ist aber trotzdem flexibel. Von der GBS-Naht gibt es dann noch verschiedene Varianten. Das wird dann zusätzlich teilweise getaped, so wie hier beim Flashbomb-Anzug oder auch beim O'Neill Hyperfreak. Also das haben eigentlich alle Anzüge, Excel, Ion, das gibt es bei allen Marken. Ich zeige euch dann auch noch ein paar Anzüge im Detail. Und eine dritte Variante, um eine Naht noch dichter zu machen, ist ein Sealing außen, wo ein Gummi Material aufgetragen wird auf die Naht. Die sind innen auch verklebt mit dem Tape, aber eben zusätzlich noch einmal versiegelt. Das ist wärmer, allerdings die Versiegelung von außen schränkt ein bisschen die Flexibilität ein. Ich sehe es hier, das Material dehnt sich mehr als die Gummiversiegelung. Das nächste Thema, was ich dann euch zeigen wollte, sind verschiedene Einstiegsvarianten in einen Anzug. Den klassischen Backzip, wo ein Reißverschluss vom Hals weg bis in den Lendenbereich geht. Man hat dann eine große Öffnung zum Einsteigen und kommt wirklich leicht in den Anzug rein. Der Nachteil bei dieser Variante ist, dieser lange Reißverschluss schränkt natürlich die Dehnbarkeit vom Anzug ein und somit die Bewegungsfreiheit.
Es ist auch so, dass bei den Backzip-Anzügen tendenziell mehr Wassereintritt passieren kann. Und die wärmere und flexiblere Variante ist sicher ein Frontzip-Anzug, wie zum Beispiel hier bei O'Neill oder Excel, wo ich den Reißverschluss vorn an der Brust quer habe. Ich gebe dann die Manschette nach hinten, steige hier in den Anzug rein. Dazu haben wir auch ein eigenes Video auf YouTube, wo der Barzi erklärt, wie man einen Frontzip-Anzug anzieht. Dann die Manschette über den Kopf, Zipper zu, und ich habe am Rücken keinerlei Reißverschluss, der die Bewegungsfreiheit einschränkt, und auch keine Möglichkeit, wo ein Wasser eintreten kann in den Anzug. Das sind so die Hauptvarianten von der Einstiegsmöglichkeit. No-Zip-Anzüge gibt es auch noch. Das funktioniert vom Prinzip her wie ein Frontzip, aber eben, dass kein Zipper da ist, empfehle ich auch eher für dünnere Sommeranzüge, damit das Material flexibler ist. Ganz wichtig ist zu sagen, die Passform. Ein Neoprenanzug muss eng anlegen, damit er wärmt, sonst funktioniert das nicht. Viele Leute, die zum ersten Mal einen Anzug anziehen, denken sich, boah, das schnürt so ein, ich kann mich nicht bewegen, ich kriege keine Luft. Aber ein Neoprenanzug muss eng anliegen, sonst wärmt er nicht. Wenn er zu weit ist, dann hast Wasser, das eintritt, und du kühlst aus. Wenn er zu eng ist, was es auch gibt natürlich, dann schränkt er die Bewegungsfreiheit ein. Also er soll eng anliegen, aber soll dich nicht einschränken. Das Thema, was ich auch noch herzeigen wollte und erklären, ist die Innenmaterialien. Ich habe hier eben von verschiedenen Marken, Ion, Excel, O'Neill, Rip Curl, was wir im Shop haben, ein paar Anzüge mitgebracht. Und möchte damit demonstrieren, dass es verschiedenste Innenmaterialien gibt. Bekannt zum Beispiel ist bei Rip Curl der Flashbomb, den ich vorher schon herzeigt habe, mit dem flauschigen Innenmaterial, was beim Flashbomb auch auf den kompletten Armen, Beinen, überall das Sealing. Diese Innenmaterialien isolieren. Das heißt, sie bieten einen höheren Wärmefaktor. Und dadurch kann man zum Teil auch einen dünneren Anzug anziehen, der mehr wärmt als ein Anzug, der keine Isolierung hat und dickere Materialstärke. Die Isolierung funktioniert wieder mit dem Thema Luft. Es bilden sich da Lufteinschlüsse, die zwischen Körper und Material sind, und Luft, haben wir gehört, vorher schon isoliert. Bei Rip Curl eben zum Beispiel der Flashbomb. O'Neill hat auch ein spezielles Innenfutter. Es ist auch so, dass die wärmeren Innenfutter meistens auch farblich erkennbar sind. Bei Excel zum Beispiel das Radiant Rebound. Bei den Innenmaterialien eben Iron zum Beispiel, das Plasma Plush 2.0, was ein super warmes Innenmaterial ist, Hot Stuff, oder für maximale Bewegungsfreiheit das Silk Stuff. Das Graphene in der Select-Serie, Ion hat ja mehrere Serien, so wie alle Anbieter auch, mit verschiedenen Ausstattungen. Das Graphene ist das wärmste Innenmaterial bei Ion. Da werden Graphitteilchen auf die Fasern aufgetragen, die einen extrem isolierenden, wärmenden Effekt haben. Und das ist hier auch am ganzen Körper, bis auf die Arme, wo auf Bewegungsfreiheit Wert gelegt wird. Ich gehe jetzt auf die verschiedenen Linien von den Anzugherstellern ein. Bei Ion gibt es die Element-Linie, das sind die günstigsten. Die Core-Linie, die schon eine bessere Ausstattung haben. Die AMP-Linie, die ich schon als Premium-Anzüge bezeichnen würde. Und eben die Select, die die Top-Line ist. AMP gibt es dann meistens auch noch in flashigen Designs. So wie da habe ich einen, was haben wir da, einen 4.3er AMP von heuer. Mit Design außen. AMP ist auch die flexibelste Linie mit in Kombination mit Wärme. Schaut von innen so aus. Habe ich das Plasma Plush am Rücken und ansonsten Hot Stuff und auf den Armen das Silk Lining. Select Linie haben wir schon herzeigt. Das Graphene Innenmaterial am ganzen Körper bis auf die Arme, die Flexibilität brauchen. Excel, auch eine coole Marke, die wir im Geschäft haben. Da habe ich zum Beispiel einen Infinity-Anzug. Den gibt es in zwei Varianten, LTD oder normal. Der normale Infinity hat das Radiant Rebound, das wärmere Innenfutter auf der Brust und am Rücken.
Der LTD hat es dann bis auf die Beine runter und auf den Armen flexible Kaschierung. Komplett getaped, also auch versiegelt die Naht von innen. Die Comp-Linie ist bei Excel die elastische Linie, also eher was Sommerlicheres. Die haben nämlich auch Flatlock-Nähte, mega stretchy, wärmt im Sommer auch gut. Und dann kommen wir zur Top-Linie bei Excel, das ist der Drylock-Anzug, der wieder am ganzen Körper ein warmes Innenmaterial hat. Hier habe ich zum Beispiel auch noch speziell für die jetzige Jahreszeit interessant eine Variante mit integrierter Haube. Ich kann die Haube, wenn man nicht so kalt ist, runter tun, habe einen schönen Windschutz im Nacken und wenn es richtig kalt ist, setze ich mir die Haube auf, habe keinen Wassereintritt im Nacken, um den Hals, nirgends. Also das sind die Anzüge, die wir im Winter fahren mit integrierter Haube. Das ist echt was Nices. O'Neill, seit Jahren einer der besten Anzughersteller überhaupt. Hier habe ich zum Beispiel einen Psychotech, auch mit integrierter Haube. Der ist von innen komplett versiegelt mit Thermofutter, von außen zusätzlich gesealt die Nähte und in dem Fall Frontzip. Also die Anzüge mit Haube gibt es nur mit Frontzip, weil mit Backzip kannst du hinten keine Haube anmachen. Das ist logisch. Die Hyperfreak-Linie bei O'Neill, sehr bekannte Anzüge, zeichnen sich durch extreme Flexibilität aus. Haben sie auch komplett versiegelt, damit die Nähte auch robust sein, wenn das Material so flexibel ist. Um einen wärmenden Effekt zu erzielen, haben sie es jetzt ein bisschen dicker gemacht. Es ist nicht mehr 4,3 und 5,4, sondern 4,3 plus und 5,4 plus. Das heißt, die Materialstärke vom Neopren ist eine Spur dicker. Ab Herbst jetzt, Fall, Winter, kommt dann auch noch die Hyperfreak Fire Linie raus, wo sie innen teilweise isolierendes Material aufgesetzt haben und aber trotzdem maximale Flexibilität bieten. Bei Rip Curl habe ich hier zum Beispiel einen Down Patrol Anzug. Down Patrol Anzug ist ein super geiler Anzug vom Preis-Leistungs-Verhältnis her. Hat auch das Flashbomb Innenmaterial auf der Brust und am Rücken. Hat natürlich GBS-Nähte und ist aber preislich eben extrem interessant. Das Topmodell bei Rip Curl ist der Flashbomb, kennen auch viele Leute, hat einen guten Namen und hat eben dieses flauschige Innenmaterial, was sie E6 nennen, am ganzen Körper. Was ich auch noch erwähnen möchte bei diesen Thermo-Innenmaterial oder Linings, dass die schneller trocknen, weil das ist ja auch immer ein wichtiger Punkt, dass der Anzug nicht ewig nass ist. Rip Curl wirbt auch damit, dass der Flashbomb der fastest drying Wetsuit ist. Also der trocknet richtig schnell. Ja, das war jetzt eine kleine Übersicht über unsere Anzugauswahl im Shop. Wie gesagt, wir bieten auch sehr gern Beratung im Shop an. Ihr könnt Anzüge probieren bei uns, ist ganz wichtig. Und zur jetzigen Jahreszeit gehören dann natürlich auch noch Schuhe, Handschuhe, Hauben dazu. Auch da haben wir eine sehr große Auswahl im Shop. Auf das Video, wie man einen Frontzip-Anzug anzieht, möchte ich noch einmal hinweisen, findet ihr auch auf unserem YouTube-Kanal. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt dazu, im Shop vorbeischauen, E-Mail schreiben, anrufen. Ihr wisst, wo ihr uns findet. Wetsuits. Jetzt ein Thema.